Hi Leute, 6 Tage geht's beschissen und am 7. denkst du, geht doch eigentlich. Heute geht's um Thema. Ich habe diesen Spruch neulich mal irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber ich fand diesen Spruch so passend. Weil ich es immer sehr faszinierend fand, wenn man sich wirklich mal offen und ehrlich anschaut, wie es vielen Menschen geht und sie doch nichts verändern an ihrem Lebensstil, wie sie ihr Leben führen. Und ich mache dieses Video eben heute wirklich für dich, um dir vielleicht ein bisschen Anstoß zu geben, dass du auch ins Handeln kommen kannst und da nochmal nicht wegschaust bei dem Punkt, weil am Ende ist so, wie möchtest du dein Leben wirklich führen? Was möchtest du wirklich mal, wenn du auf deinem Sterbebett liegst? Das ist immer ein schönes, passendes Beispiel. Was möchtest du dir denken? Möchtest du einfach nur verdutzt da liegen und auch nicht weiter wissen, so, hey, okay. Hab halt immer so gemacht, was gerade angestanden hat. Immer in der Komfortzone geblieben und das, wo du eigentlich leben wolltest, das, was du eigentlich wirklich mit deinem Leben machen wolltest. Wo sind diese Träume? Wo ist das Ganze geblieben? Hast du das Leben von anderen gelebt oder hast du dein eigenes Leben gelebt? Oder hast du immer nur zurückgesteckt und dann vielleicht ein bisschen das gemacht, was auch andere immer wieder gesagt haben und dann ist es doch ein bisschen angenehmer und leichter vielleicht auch im Umfeld, was nicht zu verändern. Es ist natürlich immer bequem, wie dieses Beispiel, auf der Couch zu hocken, Chips zu essen. Ist bequem, ist gemütlich. Aber du lebst halt auch nicht wirklich was. Und wenn du lebst, solltest du intensiv leben und das leben, was du wirklich leben möchtest. Nicht aus irgendwelchen Ängsten heraus, die da sind, dich davon abhalten lassen, das zu leben, was du leben möchtest. Und Freiheit interpretieren viele häufig falsch. Freiheit bedeutet nicht, dass das leicht ist. Der Weg, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen, ist nicht leicht. Du gehst raus in die Welt, du stellst dich deinen Ängsten, du machst deine Erfahrungen und du bist wirklich in der Welt. Da gibt es auch mal Unwetter, was weiß ich, wenn du auf einer Bergtour bist. Es regnet mal, es stürmt mal, du frierst mal. Aber du lebst, du bist lebendig, du bist da. So, das ist ein Punkt. Worauf wartest du da loszulegen? Lass dich nicht aufhalten von diesen Ängsten. Und überleg dir auch mal, was sind die Dinge, wo du jetzt eigentlich wirklich angehen möchtest. Und wenn du dann auch mal, jetzt um auf den Punkt mit 6 Tage geht es dir beschissen, und am 7. denkst du dir, ach ja, es geht doch eigentlich, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm, ja, lass mal halt mal weiterlaufen. Wenn du da mal auf deine Gesundheit schaust, auf deine Lebensfreude, auf die Dinge, die du wirklich machen möchtest. Es ist so bequem halt, wie auf deiner Couch, aber du gehst nicht aus deiner Komfortzone, du gehst nicht aus deinem Haus raus und erlebst wirklich was. Machst Erfahrungen. Gehst in den Dschungel, rutschst einen Wasserfall, springst einen Wasserfall runter, erlebst irgendwas, egal. Und genauso eben mit diesen körperlichen Symptomen ist es ja häufig genauso. 6 Tage, wie gesagt, denkt man sich, okay, da zwickt's, hier tut's nicht ganz so gut, Verdauung läuft nicht ganz so rund, Kopf ist auch nicht so klar, man ist nicht so wach und fit und agil, fühlt sich leicht, lebendig, frisch, hat eine Lebensfreude. Ja, und am 7. denkt man sich so, ach ja, eigentlich ist doch alles so in Ordnung. Aber wenn du dir mal ehrlich anschaust, wenn du mal hinschaust in unserer Gesellschaft,
10, 20 Jahre, bevor eigentlich 99% der Menschen bei uns sterben in der Gesellschaft. Also sei ehrlich zu dir, du hast auch Verwandte, du hast genug in deinem Bekanntenkreis. Wie geht's denen? Die meisten nehmen täglich Tabletten, haben Schmerzen trotz Tabletten häufig. Und die letzten 10 Jahre krepeln die meisten vor sich hin. Und in den meisten Fällen ist es nicht mehr kein schönes Leben mehr, vor allem die letzten Jahre dann besonders. Und im Grunde ist es oft nur so ein lang hinausgestreckter Tod. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber häufig ist es einfach nur langgezogen und da ist die Lebendigkeit völlig weg. Und bei mir war es zum Beispiel so als Kind, das weiß ich noch ganz genau, meine Mutter hat mich mal gefragt, so, wie alt willst du mal werden? Ich habe als Kind so diesen Gedanken gehabt und es ist mir auch jetzt im Nachhinein erstmal so gekommen. Ich habe dann gesagt, hey, ich will 87 werden, will topfit sein. Und dann werde ich mit 87 vom Bus überfahren. Und warum habe ich das Ganze gesagt? Ich weiß noch genau meine Gedanken, die ich da hatte als Kind. Ich bin mit meiner Mutter langspaziert, habe da so drüber geredet. Und mir kam dieser Gedanke, weil ich niemanden mehr in unserer Gesellschaft normal sterben habe sehen. Jeder eben leidet die letzten Jahre. Ich habe meinen Opa gesehen, ich habe meine Oma gesehen, wie die gestorben sind. Ich habe sicher andere Menschen so die ganzen Geschichten gehört, och, und Knie und was weiß ich, und das 10, 20 Jahre lang. Und dann habe ich erstmal die Annahme gemacht, okay, wenn man stirbt und wenn man alt ist, ist das Leben nicht mehr schön und so möchte ich nicht leben. Deshalb möchte ich fit und gesund alt sein bis zu einem gewissen Alter und dann einfach vom Bus überfahren werden. Das war meine Annahme, weil ich ja fälschlicherweise gedacht habe, das ist normal so. Und mittlerweile habe ich mal gemerkt, als ich auch begonnen habe, Körper zu entgiften, mich um meine Gesundheit zu kümmern, mich damit zu beschäftigen, auch in anderen Ländern unterwegs war, gesehen, wie man auch alt werden kann. Und du kannst auch noch mit 80, mit 100 auf dem Feld stehen und dann gehst du ganz entspannt von dieser Welt. Tiere haben da auch noch viel bessere Intuition, zum Beispiel Schlangen. Die essen einfach 2 Wochen lang nichts mehr, legen sich irgendwo auf den Ast. Die Energie geht einfach langsam runter und die sterben ganz in Ruhe. Ohne Leid, ohne Qual und die können sich vorher eben auch noch ganz normal bewegen. Und so ist es auch normal bei Menschen. Auch wenn es, wie gesagt, ich habe jetzt keinen mehr erlebt, der normal gestorben ist, an Altersschwäche in unserer Gesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur irgendwelche wirklichen Krankheiten, die diagnostiziert wurden oder am Tod dann akut schuld sind, sondern wenn du mal schaust, die Leute im Alter sind durchweg, es stirbt keiner an Altersschwäche, wirklich, weil da keine Schädigung, die meisten Körper gehen kaputt heutzutage, weil sie kaputt gemacht wurden, bevor sie einfach gealtert sind auf natürliche Weise. Und das ist der Punkt. Und das muss nicht sein. Das kannst du auch heutzutage noch erreichen. Ganz angenehm. Natürlich wird man nicht mehr ganz so alt. Man altert ein bisschen schneller mit den ganzen Umweltgiften und so weiter. Und mit den schlechten Lebensbedingungen, die wir heutzutage haben. Aber du kannst trotzdem bis ins hohe Alter, ja, gesund sein, bis du stirbst. Und das ist der Punkt. Wie möchtest du dein Leben führen? Mit was für einer Qualität? Mit was für einer Lebensfreude bis ins hohe Alter? Möchtest du, die meisten schlucken ja schon, ich hatte eine Studie gesehen, an über 200, also über 260 Tagesmedikamentendosen nimmt ein Durchschnittserwerbstätiger in Deutschland. Das heißt, an über 2 Dritteln vom Jahr nimmt ein Durchschnittsbürger, da ist jedes Alter mit dabei, Durchschnittserwerbstätiger, Tabletten. So, und es sind nur die Verschreibungspflichtigen. Und dann fragt man sich halt wirklich, wo ist es gelandet? Wo ist unsere Gesellschaft hingekommen? Und das ist halt die Frage, die du dir stellen solltest. Wie möchtest du dein Leben führen? Und was hält dich davon auf,
jetzt mal wirklich was zu verändern und aus deiner Komfortzone herauszugehen, wie ich am Anfang gemeint habe. Ne? Die 6 Tage, wo es dir beschissen geht, sagst du nichts, veränderst du nichts und am 7. sagst du, okay, geht ja eigentlich so schlimm, ist es ja gar nicht. Wie lange möchtest du dir was vormachen, bis du ins Handeln kommst? Als ich nämlich an diesem Punkt war, irgendwann war es mir halt einfach zu viel und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wird mal was verändert und ich möchte nicht mehr mein Leben in einer Komfortzone leben, sondern die Dinge, die ich wirklich leben möchte, wozu lebe ich überhaupt, die möchte ich auch leben. Auch wenn da Ängste hochkommen, zum Beispiel war ich früher extrem schüchtern, ich konnte keinen nach der Uhrzeit fragen, selbst wenn ich irgendwie auf den Bus gewartet habe und dann stehe ich dann eine halbe Stunde rum. Es war so blockiert alles, so viele Ängste da. Aber wenn du nicht aus dieser Komfortzone gehst, so, dann wäre es für mich nicht möglich gewesen, hier jetzt so ein Video zu machen und ja, zu so vielen Menschen zu sprechen. Es wäre nie möglich gewesen und das ist der Punkt. Worauf wartest du? Es wird nicht besser. Dieses stetige Schlechter werden. Ja, wo soll es am Ende hinführen? Schau es dir offen und ehrlich an. Geh mal. Und das sage ich jetzt ganz ernst. Geh mal in ein Krankenhaus. Schau dir an, wie Menschen sterben. Schau es dir an. Es ist nicht schön und es muss nicht sein, dass man so stirbt. Also viele wissen es einfach nicht, die haben halt die Informationen nicht, sind nur in ihrem Umfeld so festgefahren von damals. Aber wenn du das erkannt hast, dann schaust du dir offen und ehrlich an. Dann mach die Erfahrung am eigenen Körper. Stell zum Beispiel mal Schritt für Schritt die Ernährung um. Schau hier die Videos mal auf dem Kanal an. Schau, was du da machen kannst und dann siehst du, es gibt eine Lösung dafür. Und wenn du das Körpergefühl wirklich entwickelst, dann merkst du, okay, da brauchst du auch keine Studien mehr, weil eine Studie, das ist am Ende nur irgendwas auf dem Blatt, was da steht. Da können auch Fehler passiert sein. Muss nicht mal irgendeine böswillige Absicht dahinter stecken. Bei Studien passieren einfach Fehler. So, wenn du dein Körpergefühl wieder entdeckt hast, da passiert kein Fehler. Dein Körper ist ein perfektes Instrument. Und wenn du schon was anschaust, kannst du schon erkennen, normalerweise, ob du das jetzt essen solltest oder nicht. Spätestens wenn du es isst, umso mehr das Körpergefühl da ist, spätestens wenn du es isst, wenn du darauf achtest, wie es verdaut wird, wie es durch deinen Magen geht, dann weißt du, was das Richtige für dich ist. Und da brauchst du dann auch keine Studien mehr, weil du das Körpergefühl hast und das ist am Ende das Einzige, was dich da wirklich weiterbringt. Und das Körpergefühl ist auch das Einzige, auf was du hören solltest, wenn es um die Ernährung zum Beispiel geht. So, das wollte ich heute nochmal loswerden. Also warte nicht darauf, irgendwas zu verändern. Eigentlich geht's nicht wirklich. Eigentlich geht es dir beschissen, häufig. Oder es geht dir lang nicht so gut, wie es dir gehen könnte. Es geht eben einfach immer weiter runter, häufig. Also musst du ehrlich zu, ich kenne deine Situation nicht, aber du musst ehrlich zu dir selber sein. Ist es vielleicht gerade der Punkt, vielleicht da hast du ja schon unglaublich viel verändert und bist da auf dem Weg. Aber wenn es nicht so ist, dann wollte ich das heute einfach mal machen, dieses Video, um dich da weiter zu motivieren. Und wenn dir das weitergeholfen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Kommentier gerne mal unten drunter, ob es dir vielleicht auch in der Vergangenheit oft so ging. Oder gerade vielleicht sogar so ging und du dich ein bisschen ertappt gefühlt hast. Ja, und dann freue ich mich von dir zu lesen und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis dann. Ciao.